der heutigen Zeit, mit der bis ins extrem mechanisierten und geplanten Gesellschaft, ist dieses Hobby die geistige Entspannung. Durch den Einblick in die Natur löst es uns von der Hektik des täglichen Lebens, beruhigt unsere überlasteten Nerven und schafft eine Atmosphäre der Stille und Entspannung. Das Bienenjahr beginnt mit der Spätsommerpflege im August, die den Grundstein für eine gute Überwinterung legt. Gerade in dieser Zeit sollen die Bienen viel Blütenstaub sammeln, mit dem sie einen Fettpolster für den Winter anlegen können. Die Herbstrevision beinhaltet das Ordnen des Brutnestes und Überprüfen der Königin. Jedes Bienenvolk bekommt Ende August 10 Kilo Zucker in gelöster Form, mit dem es in der Regel bis zum Frühjahr auskommt. In dieser Zeit haben sich die Bienen in Form einer Kugel zusammengedrängt, die die kleinste Angriffsfläche gegen die Kälte bildet. Unsere Bienenrasse geht mit ca. 15.000 Bienen in den Winter. Jedoch im Februar oder März erfolgt schon der sogenannte Reinigungsflug. Die Bienen säubern das Innere des Bienenstockes und jene Bienen, die den Winter nicht überlebt haben, werden ausgeflogen. Die Bienenkönigin, auch Weisel genannt, ist das einzige vollentwickelte Weibchen im Bienenvolk. Sie legt bis zu 2000 Eier im Tag, die das Gewicht ihres eigenen Körpers aufwiegen. Sie bestimmt auch bei der Eiablage, ob es eine Drohne, das Männchen, wie hier im Bilde, oder eine Arbeitsbiene werden soll. Thank you.
Die Bienen brauchen nun zur Pflege der Brut sehr viel von dem im Spätsommer gespeicherten Honig und Pollen. Eine Eigenschaft, die vor allem der Natur zugute kommt, ist die Blütenstetigkeit der Bienen. Fängt die Biene zum Beispiel an der Salweide oder an der Apfelblüte zu sammeln an, wird sie immer wieder nur an der begonnenen Blütenart Weide sammeln. Dies ist für die Befruchtung der Blüten von großer Bedeutung. Fluchwetter tragen die ersten Blüten im Frühjahr zum Erstarken des Volkes bei. Den Blütenstaub, das Brot der Bienen, sammelt sie, indem sie mit ihrem Haarkleid den Pollen von den Staubgefäßen der Blüten abstreift, mit Nektar befeuchtet, um ihn in Klümpchen an den Hinterbeinen nach Hause zu bringen. Hier sehen wir Bienen wassersaugend an einem Seerosenblatt sitzen. Sie brauchen das Wasser nicht nur zur Pflege der Brut, sondern auch als Medium im Sommer zur Kühlung des Stockinneren. Das Wassertragen besorgt übrigens bei den Bienen die ältere Generation, die ca. 25 bis 30 tägigen. Inzwischen haben sich die Eier zu Larven entwickelt. Sie schwimmen förmlich im Futtersaft, dem Gelee-Roleal.
Das sind an eine Glasplatte angebaute Zellen mit bereits verpuppten Magen. Am 21. Tag ist es soweit. Eine Arbeitsbiene schlüpft. Im ersten Lebensabschnitt beschäftigt sich die Biene im Inneren des Stockes und unter anderem putzt sie Zellen, füttert und pflegt die Brut. Lebensabschnitt, etwa ab dem 10. Tag, wird sie Baubiene. Sie formt mit ihren Mundwerkzeugen die zwischen den Bauchschuppen ausgeschwitzten Wachsblättchen zu Zellen. Beim sogenannten Wachsschwitzen hängen die Bienen mit den Beinen aneinander gekettet im freien Raum der Bienenwohnung. Die Bienenwabe, das Ideal der Statiker. Hier im Schnitt gesehen. Wie es auch dann im Körperbau zum Ausdruck kommt. In ihrem dritten Lebensabschnitt, etwa ab dem 20. Lebenstag bis zum Tod, ist die Biene Sammlerin. Sie fliegt auf Tracht aus, um an Blumen, Nektar und Blütenstaub zu holen. Bei einem Ausflug legt sie ca. 4 Kilometer zurück. 100.000 solcher Flüge sind notwendig, um 1 Kilo reifen Honig in den Zellen zu haben. Das entspricht einer Strecke von 10 Erdumkreisungen. Jedes Bienenvolk braucht aber für sich selbst im Jahr schon ca. 25 Kilo Nektar. Erst den darüber hinaus gesammelten Nektar kann der Imker ernten. Durch das Orientierungsvermögen der Bienen, das Erkennen des polarisierenden Lichtes, des Sonnenstandes, markanter Linien und Punkte und einiger Farben finden sie noch aus 3 bis 4 Kilometer Entfernung zu ihrem Stock zurück. Musik.
Die Biene macht ca. 250 Flügelschläge in der Sekunde. Diese Szene wurde mit 70 Bildern pro Sekunde aufgenommen und vermittelt eine vierfache Zeitdehnung. Den Nektar der Baumblüte benötigen die Bienen zum Erstarken ihres Volkes bis zu 60.000 Bienen. Das Vieh- und Bienenfutter ist der Raps. Bei uns wird er nur wenig gebaut. In unserer Gegend ist die Haupttracht, von der der Imker Honig schleudern kann, die Wiesenblüte und der Wald. Den heimgebrachten Blütenstaub streift die Biene am Zellenrand ab und konserviert ihn durch Verdichten in der Zelle. Wenn der Wald honigt, ist im Bienenvolk Hochsaison. Die Fichte honigt im Juni, die Tanne von Juli bis in den Herbst. Genügend Frischluft im Stock zu haben, übernimmt die Biene mit ihren Flügeln die Arbeit eines Ventilators. Der Imker sagt, sie fächeln. Vor dem
jedem Flugloch herrscht Hochbetrieb. Bienen, die nicht in das Volk gehören, und Bienen mit räuberischer Absicht werden vertrieben. In der Zelle nur mit dem Futtersaft der Bienen gefüttert wird, schlüpft eine Königin. Wird sie auf der Brust gezeichnet. Die Königin sollte nicht älter als 3 Jahre werden, da nach dieser Zeit die Legeleistung geringer und der Schwarmtrieb größer wird. Steht das Bienenvolk am Höhepunkt seiner Entwicklung. Es sorgte für die Nachzucht junger Königinnen und somit kann es sich teilen. Der Schwarmauszug ist die Endphase des Vermehrungstriebes. Der Schwarm setzt sich in näherer Umgebung an einen Baum fest. Fängt ihn der Imker nicht ein, zieht er in die bereits ausgekundschaftete Wohnung, zum Beispiel in einen hohlen Baum ein. Um jedoch von den Bienen einen guten Ertrag erhalten zu können, soll das Volk immer am Höhepunkt seiner Entwicklung bleiben und nie in diese Schwarmstimmung kommen. Das ist die Kunst der Imkerei. Nur eine Zwischentracht liefert einen bekömmlichen Honig.
ist der Honig reif, das heißt, er hat nur mehr ca. 20% Wassergehalt, werden die Zellen mit Wachs verdeckt. Draußen in der Natur ist inzwischen der Sommer eingezogen. Die Tracht- und Blütezeit ist fast vorbei. Beim Flugloch sitzende Bienen markieren diese Stelle durch den Geruch ihres Duftorgans und werfen durch Flügelfächeln den heimkehrenden Stockgenossen den Duft entgegen. Sie erleichtern damit das Auffinden des richtigen Stockes. Der Imker nennt es Sterzeln. Natur und die Eingriffe des Imkers im Bienenvolk harmoniert, so ist jetzt Zeit, an das Ernten zu denken. Die Waben werden entdeckelt und anschließend geschleudert. Wird der Honig ohne Zerstörung der Waben aus den Zellen geschleudert. Gesiebt und abgefüllt ist es das Naturprodukt. Diese Bienen sitzen am Objektiv und naschen an einem Honigtropfen. Unentbehrlich die Drohnen bei der Befruchtung der Königinnen sind, so hart werden sie im Juli als unnütze Fresser empfunden und aus dem Stock gedrängt. Der Imker nennt es Drohnenschlacht. Der Bienenstich in die menschliche Haut ist durch den Widerhaken am Stachel für die Biene tödlich.
Viel häufiger verwendet sie ihn gegen Artgenossen oder andere Insekten, wobei sie den Stachel aus dem Chitinpanzer wieder leicht zurückziehen kann. Durch Pumpbewegung entleert sich die Giftblase sogar nach Abtrennung mit dem Stachel vom Hinterleib der Biene. Durch eine Millionen Jahre lange Entwicklung ist die Bienensprache entstanden. Sie wurde erst vor ca. 30 Jahren vom Nobelpreisträger Karl von Frisch entschlüsselt. Er kam dahinter, dass dieser Schwänzeltanz ein symbolischer Flug zur Futterquelle ist. Die Biene tanzt den Winkel zur Sonne, den sie zur Trachtquelle geflogen ist, im Stock nach. Da sie aber im Bienenstock die Sonne nicht sehen kann, orientiert sie sich nach der Schwerkraft, eine gedachte Linie zur Erdmitte. Sie überträgt diesen Winkel zur Sonne, den sie draußen zur Blüte geflogen ist, auf die senkrechte Schwerkraft. Durch den im Haarkleid mitgebrachten speziellen Blütenduft und durch Verteilen von Kostproben wird den Bienen mit ihrem stark ausgeprägten Geruchssinn das genaue Auffinden der Tracht erleichtert. Durch den Winkel erfuhren die Stockgenossen aber erst die Richtung. Die genaue Entfernung ergibt sich durch die Anzahl der Schwänzelfasen in einer bestimmten Zeit. Dieser Tanz sagt den rundherum interessierten Bienen, dass es circa in 500 Meter Entfernung 75 Grad rechts zur Sonne Nektar gibt. Durch eine Stoffwechseluhr wird sogar der Tanz um die Zeit des Trachtfluges berichtigt. Sogar ein Bergauffliegen und Gegenwind wird im Tanz durch eine längere Strecke signalisiert. Auch wenn die Sonne von Wolken verdeckt ist, kann sich die Biene durch das Erkennen des polarisierten Lichtes orientieren. Diese Bilder haben nur einen kleinen Einblick in das Leben der Bienen gegeben, sollen aber dazu beitragen, dass wir die Schönheiten
und die immer wieder zu entdeckende Harmonie im Leben der Natur besser erkennen und schätzen lernen.